Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together mit dem Raid. Hallöchen, hey! Wir sind bei Starbound. Und ja, hier hat sich einiges getan, seitdem ich das letzte Mal gesehen habe. Also werden wir hier noch ein bisschen rumgucken müssen. Nein, ja, okay. Vielleicht soll ich meinen Abonnenten sagen, ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich bin jetzt gerade quasi komplett blind. Ich habe null Plan, also verzeiht mir das bitte. Jo. Genau. Jetzt ist die Frage, warum haben wir Waffen? Bei mir waren hier Schusswaffen drin und bei Raid waren Schwerter drin. Das haben wir mal, was ich schön finde. Aufgeteilt, fairerweise. Ja, dann nehmen wir uns mal den Manipulator in die Hand, würde ich sagen, und gehen mal runter und erkunden mal den Planeten, weil wir brauchen Ressourcen. Ich habe hier auch gesehen, wir können das Ding nochmal upgraden irgendwie. Mit Copperbars. Naja, aber jetzt geht es halt erstmal darum, Ressourcen zu sammeln. Aber das wusstest du ja mit Sicherheit auch schon, oder? Ja, natürlich wusste ich, dass ich wieder vorbereitet. So, Holz kann nicht schaden. Das Ding hier ist halt mega langsam. Wir brauchen dann Äxte und Spitzhacken und sowas, ne? Du kennst das ja aus ganz normalen Survival-Crafting-Spielen. Baumfeld! Sag doch einfach Minecraft. Zum Beispiel, ja. Nee, großartig was anderes Survival-mäßiges habe ich ja noch nicht gespielt. Na, indirekt. Naja. Jedenfalls nicht Let's Played. Wichtig ist, dir kann auch kalt werden, ne? Okay. Von Planet zu Planet unterschiedlich. Ja, Monster gibt's natürlich auch. Ja, das habe ich schon gesehen. Ansonsten, ja, kalt, dafür können wir uns dann ein Feuer aufstellen. Hunger hast du auch, da musst du unten immer mal lesen. Er sagt dann irgendwann ab und zu blendet er mal deine Hungerleiste ein. Ich glaube, du kannst dich auch selber irgendwie einblenden. Das halt nicht. Okay. Irgendwie kannst du die Danke, danke, danke. Ja, jetzt geht's darum, ob wir uns scheiße verhalten oder ob wir uns alles teilen werden. So, die erste Kohle haben wir auch schon. Also Kohle ist dient halt tatsächlich als Treibstoff. Okay. Und dann gibt's hier noch so schöne Funktionen. Später können wir fliegen, dann können wir zweimal springen und so weiter und so fort. Okay. Vielleicht sollte ich demnächst nochmal ein, zwei Videos davon angucken, von dem Video, damit ich nicht ganz so, ahnungslos hier reingehe. Ja, schlimm wird's halt erst, wenn wir unterhalb des Planeten sind, wenn man irgendwann so gierig wird. So wie du gerade. Ja, geht schon los. Ja, und ich würde sagen, da wo wir uns runterporten, da landen wir ja immer wieder, wenn wir den Planeten betreten, würde ich sagen, dass wir da dann anfangen, unsere Base zu bauen. Okay. Und ja, wir werden sowieso, es gibt ja, weiß ich nicht, glaube ich, unendlich viele Planeten, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Also alle werden wir definitiv nicht bereisen. Wir müssen Endgegner besiegen, um in neue Sektoren zu kommen. Okay. Dann also man merkt, ich hab null Plan von dem Game. Ich fand's so lustig, also ich fand die Idee irgendwie. Du hast eine Fackel gebaut? Ja, die waren bei mir in der Kiste am Anfang, wo die Waffen auch drin waren. Oh, bei mir war gar nichts in der Kiste. Nur meine Schwerter. Jetzt, okay. Ja, diese Ranken hier sind wichtig, daraus können wir uns Bandagen machen. Ich glaube, ich kämpfe jetzt gerade das erste Mal. Alter, selbst hier ist mein Aim so schlecht. So, warte mal, irgendwie, wenn du auf C drückst, kannst du tatsächlich craften. Das ist dein Crafting-Menü. Okay, ich habe Saplings gefunden. Ja, die können wir später dann noch. Ich habe Saplings bei mir. Ich habe Pfeile gefunden. Ich habe, was ist das? Ein Rickety Batcherer gefunden. Also ein Schlachtenmesser. Was mehr Schaden macht als mein Schwert. Hier, oh, es regnet. Komm mal her hier. Oh, jetzt habe ich das gefunden. Wie kann ich das denn droppen? Willst du ein besseres Schwert haben? Cool. Hier, da, guck mal, ich hab dir da Bandagen hingeschmissen. Okay. Da. Ja, hol ich. Guck mal da. Hol ich gleich. Ja. Und Pixel habe ich auch gefunden. Ja, das ist Geld. Das ist halt Geld, damit das brauchen wir später zum Craften. Oh. Bandagen hast du? Nein. Hä? Hab ich die jetzt hier eingesammelt? Nö. Die musst du haben irgendwo im Inventar. Willst du ein stärkeres Schwert haben? Was heißt, weißt du denn, dass das stärker ist? Ja, weil ich mir zuerst mein Schwert und dein Schwert angeguckt habe und ich das stärkere Schwert behalten habe. Ja, dann gib mir das doch einfach. Ich leg's hier in die Truhe. Das ist ein Broken Hero Sword, also. Ja, doch, das ist besser. Ja, genau, die Truhen nehmen wir trotzdem mit, da können wir später. Ach, die kann man mitnehmen? Können wir später noch Sachen reinpacken, wir werden ohne Ende Truhen brauchen. Okay. Weil es gibt ja die ganze Zivilisation, die wir ausrotten können. Okay. Nette Zivilisation? Das tust du aber weggenommen. Die meisten sind nett, ja. Okay, und wieso sollte man die. Oh, oh!
Ganz mutig. Ganz mutig weggelaufen. Wieso wir die ausrotten sollen, weil wir dann einfach die ganzen Sachen von denen bekommen. Achso. Oh, hier war Eisen und Holz drin. Oh, da oben ist ein Gegner. Ha! Oh, ich habe ihn voll erwischt. Oh. Also, jetzt kommt auf! Alles cool. Okay. Ja. Pro-Gamer. So, der nächste Feind. Was? Wie? Was? Noch Feind? Das andere war eine Kapsel. Aufwelt! Eine Kapsel, da ist Geld drin. Die werden wir noch vermehrt finden. Wie viel Kohle brauchen wir denn ungefähr? Du kannst nie genug haben von den Ressourcen. Das ist wie Minecraft. Ach so. Doch, da kann man genug haben. Also ich sag mal, ein... Nein, die Racke fällt weg. Also ich glaube, eine Kohle sind zwei Treibstoff und bis 9099 oder so geht, glaube ich, der Tank. Sicher bin ich mir nicht. Okay. Ja gut, dann sagen wir, von solchen Rohstoffen kann man nie genug haben. Also ich würde sagen, wir umrunden einfach mal erstmal den Planeten, gucken, was es hier so gibt, ob es hier noch andere Menschen gibt. Was ist das denn da unten? Hey, das sind die Steine, die du abgebaut hast. Ach, da war Erde in den Steinen. Nein, da war was Komisches. Ach so, was ich dir noch... Du kannst auch immer die Rückseiten abbauen, ne? Die Rückseiten? Was, wie, hä? Guck mal, du siehst ja jetzt hier die Rückseiten. Also guck mal. Hier ist die Vorderseite, ne? Die baue ich jetzt ab. Halt. Ja. So, mit Linksklick. Und mit Rechtsklick kann ich auch tatsächlich die Rückseite nur abbauen. Ach so. Okay. Also wenn wir zum Beispiel Häuser bauen, mit Holz beispielsweise, kannst du halt hinten im Hintergrund so Wände ziehen und sowas, weißt du? Also, okay. Ist ganz nett gemacht auf jeden Fall. Ja. Oh, hast du Hunger auf Fisch? Oh ne, Fische kann man nicht abbauen. Die sind auch nicht böse, gut. Ich plante hier gerade nochmal ein paar neue Bäume. Das sieht übrigens ganz witzig aus hier in diesen Cyberkapseln. Ah, der Fisch ist tot. Hä? Was denn? Was mach ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was du machst. Sie betet irgendwie? Sieht auf jeden Fall lustig aus. Irgendwie betet sie? Und dann kriegt sie Leiste über den Kopf. Ich weiß nicht. Oh, hier, ein Lager. Vielleicht kriegen wir die ersten Feinde, glaube ich. Kühle, Lagerfeuer. Und sämtliche Kisten und Vasen und so, da ist mal was drin. Wie zum Beispiel in den Kisten hier. Aber du nimmst einfach alles mit, okay? Ja. Harry. Ach, richtig ein Haus. Ja, das können wir ja später auch alles noch bauen, ne? Also wir können uns hier wirklich richtig krasse Sachen bauen. Ach, wie bist du da jetzt runtergekommen? Da unten ist irgendwas komisches, gegnermäßiges. Ein Rattenmensch oder so. Wie bist du da runtergekommen? Nach unten drücken. Und springen. Ich baue mich einfach so runter. Okay, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich würde die ganz gerne von hier oben killen. Ah, der erste versucht schon hochzukommen. Keine Ausdauer mehr. Ah, der ist gleich tot. Ah, der Bewohner da, dieser Rattenmensch, der war noch ein bisschen stärker unterwegs. Oh, cool, Copper. Der da? Ja, genau. Oh, jetzt haut der ab, ey. Halt, wie machst du das? Nach unten ich drücken und ach so, springen. Ach so, und Space drücken. Ach so. Ach, der ist ja schon tot. So, ansonsten looten wir hier gleich mal alles. Habe ich einen Platz im Winter? Oder was ist das? Ach so! Nein. Alles okay. Es ist dunkel hier unten. Warte, ich komme gleich und wärme dich. Ach, scheiß drauf, wir bauen einfach alles ab. Den ganzen Müll können wir uns dann... Oh. Ja, die Fackel ist natürlich besonders clever abzubauen. Das war keine Absicht. Ich habe die Kiste abgebaut. Und nicht die Fackel. So, durchleuchte hier mal alles ein bisschen. Au. Fallschaden. Oh, da ist wieder ein Rattenmensch. Will abhauen. Aua. Oh, er greift an. Nein, nicht beten. Ich glaube, mit dem Beten, da verteidigt man sich. Dann ist das so eine Verteidigungsposition. Meinst du, Hände in die Luft und ich war's nicht? So, siehst du? Ja. So, ich schütze mich. Er hält ja sein Schwert fest. Okay, das kann gut auch sein. Also ich kann das auf jeden Fall noch nicht. Ich auch nicht. Guck mal, du siehst ja halt auch zum Beispiel diese ganzen Kisten, die hier rumliegen, ne? Damit kann man sich halt auch so einen schönen Lager bauen und sowas, weißt du? Das sieht dann halt immer alles ganz nett aus. Ich komme nur ganz noch nicht so ganz mit der Inventarleiste oben klar, muss ich ja ehrlich sagen. Oh, ich habe schon wieder die Fackel abgebaut. Nein.
Oh, dann setz doch neue. Zieh dir doch oben Fackeln in die Leiste und. Ja, das ist natürlich eine Idee. Warte, wo habe ich die denn? Oh, ich brauche gleich zwei, kleiner Lag. Ja, cool, nehmen wir direkt hier mal irgendeine Scheiße aus und einen Untergrund versteckt. Ach nee, das sind keine Fackeln, das sind Laternen. Aua. Ich habe eine Bombe gefunden. Ich habe mich selbst verletzt. Ja, hundertprozentig kenne ich ja auch nicht alle Items. Aber wenn du jetzt mal auf I drückst, siehst du, wie das in der Tasche schon wieder so ein Rattenmensch gut gefüllt ist. Dann bauen wir uns doch rüber zu dem Kumpel. Obwohl, wir können glaube ich auch unten lang gehen. Wäre vielleicht einfacher, oder? Ja. Au, Fallschaden. Und hier unten ist eine Sackgasse. Aua. Schön. Bevor wir jetzt hier mal weggehen, ich weiß ja nicht, wir werden bestimmt nochmal hierher kommen, aber wir werden ja auch bestimmt auch einiges noch erkunden. Nimm die Fackeln mit. Du kannst ja selber welche craften, wenn du einfach auf C drückst. Ja, ich kann auch Ressourcen sparen und die hier mitnehmen. Mit was für einem Geier nehme ich denn hier auf? Du hast noch nie Minecraft mit mir gespielt. Ich merke das schon. Mindestens 8 Zepplings von einem Baum. Ne? Ja. So. Ich habe mich hier mal ganz. Achso, man hat hier doch eh alles gelootet. Wir brauchen hier doch nicht mehr rein. Das ist richtig. Ich nehme dir jetzt gerade dein ganzes Licht weg, kann das sein? Ja, aber ich habe ja selber ein paar Fackeln. Auf der Null. Ich nehme einfach. Oh. Hier sind richtig viele Gegner. Ich nehme einfach alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist, ne? Ja, hier guck mal, hier sind zwei Gegner. Ja, ich bin gerade unter dir. Na gut, muss ich halt alleine gegen sie ran. Ja, dann sterbe ich halt, ist halt nun mal so. Ja, passiert. Pixel habe ich schon 200. Oh, war keine Absicht. Hau mit dem Schwert drauf, die sind eigentlich noch ganz easy. Wenn wir in die neuen Regionen kommen dann ist es halt auch so, dass die Gegner stärker werden. Es gibt fettere Waffen, es gibt fettere Rüstungen, die gibt's immer zum Upgraden und so weiter, ne? Da springt er einfach über meinen Schuss drüber. Na komm her. Nein, das war ein Spaß, komm nicht her. Also ihr habt das? Spaß da oben, ja? Ja, funktioniert. Man kann sich damit mit dem Beten verteidigt man sich. Aua! Er schlägt mich! Das tat jetzt weh. Ich hab nur 3 Balken Leben. Ja, dann dafür hast du die Bandagen, die ich dir vorhin gecraftet habe. Die ich hatte ich aufgehoben hab. Doch, hab ich. Wenn nicht, kannst du selber welche craften. Bestimmt. Wie benutze ich die jetzt? Einfach rechtsklick, glaube ich. Rechtsklick und dann auf mich. So, rechtsklick auf mich. Rechtsklick. Na, komm. Oder generell einfach rechtsklick, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ja. Nein. Doch, 6. Nein, nimm 6 auf. Nimm doch die Bandagen auf, Mann. Ich höre dich schießen. Ah, okay. Nee, hab mich nur selbst verarztet. Da schieße ich manchmal auf mich. Ja, völlig normal. du kannst auch oben immer sehen, in welche Richtung sich der andere befindet, ne? Wenn du auf unsere Bilder guckst, aber da bist du ja schon. Ah, stimmt, ja. Ich glaube, wir sind ja auch gleich durch und dann haben wir schon mal ein paar schöne Sachen, um uns ein Häuschen anzufertigen. Ja. Und die wichtigen Ressourcen, wie Gold und Kupfer und Eisen und bla, die packen wir. Muss ich mal deine Fackeln einsammeln? Du hast deine Fackeln zurückgelassen. Oh, Rattus! Was denn? Ja, eben hast du mich auch allein gelassen. Ha, verteidigt. Boah, nicht einmal Schaden genommen, weil ich echt so ein Pro-Gamer mal wieder bin. Ich war fast tot. Oh nein, noch ein Rattus. Ich war mit dem Inventar noch nicht so ganz zurecht, wie gesagt. Ne, ist ein bisschen umständlich. Oh, jetzt gibt mir Rattus richtig. Wow. Jetzt ist dunkel. Inventar. Ah, Licht. Bandage. Du kannst die Bandage noch einfach aus dem Inventar rausnehmen und links klicken, ne? Nach draußen. Ja, das habe ich dann auch irgendwann rausgefunden. Ach, noch einer. Okay, Mann. Zurück. Ich glaube, da ist ein Nest. Was? Hey, Cowboy! Nee, ich glaub jetzt. Oh, was ist das denn? Blut denn? Was war das denn für ein Viech?
Keine Ahnung. Wir nehmen hier alles mit. Wir müssen uns dann mal demnächst dann direkt Spitzhacken machen. Mhm. Okay, hier scheint sich weiter zu gehen. Endlich. Oh, hier ist noch ein Gegner. Ich sehe es hier. Unter dir. Okay, jetzt bin ich nass. Weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Man kann sogar nass werden. Das ist neu für mich, weil gucke, wenn ich jetzt hier reingehe, komm wieder raus, dann tropfe ich doch, ne? Ja. Das ist neu für mich. Hier war auf jeden Fall, hier war ein Gegner drin. Ja, ist gut. Hm, hast du einen Höhlenkoller? Nein, hier ist ein Fisch oder so gestorben. Komm, hier geht's hoch. Hier auf dem Planeten. Und draußen regnet's auch. Regnet sehr oft. Hier regnet's rein. Au. Ich dachte, es geht hier, achso, es geht hier nicht raus, okay. Au. So, meine letzte Bandage. Nimm du sie, ich hab noch genug. Ich musste sie ja auch nehmen. So. Vielleicht hätte ich nicht alle Fackeln wegnehmen sollen. Ja, dafür bin ich ja noch da. Wenn alle Fackeln, die ich eben aufgesammelt habe, wieder ranbringt, ne? Also wir müssen auf jeden Fall, bevor wir jetzt gleich dann irgendwie richtig Ressourcen sammeln, müssen wir unser Inventar da mal auspacken. Am besten gehen wir dafür auf ein Schiff, bauen ein paar Kisten hin und schmeißen einfach den ganzen Mist rein. Mhm. Denn ich denke mal, auf dem ersten Planeten werden wir ja sowieso nicht ansiedeln, oder? Ich weiß nicht. Oder vielleicht ja. Duschen hier. So ein kleines. Ich gehe erstmal schlafen. Bis dann. Hey! Was denn? Ich setze mich hier draußen hin. Und hörst du beim Schnarchen zu, ne? Nee, und beende die Folge. Achso, das geht natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr habt Spaß. Bewertet die Videos. Könnt bei beiden reingucken, selbstverständlich. Link in der Videobeschreibung. Sekunde. Was? Guck mal da oben, wir wurden beobachtet, oben links. Jetzt ist er weg. Ich kann das Bild, glaube ich. Naja, kommt wieder. Mit Steuerung kannst du. Wir werden beobachtet. Okay, das ist ein bisschen komisch. Creepy. Wir werden beobachtet. Nee, mal, wir gucken mal, ob wir noch angefasst werden, aber das erst in der nächsten Folge. Alles klar, bis dahin. Tschüss.